Seit einigen Jahren findet regelmäßig zwischen Politik, den Blaulichtorganisationen und anderen Institutionen eine Sicherheitsenquete in Klagenfurt statt. Jetzt zur Zeit schwerpunktmäßig war heute natürlich das Hochwasser. Wir haben das intensiv diskutiert und man sieht, wenn Fachleute untereinander sich aussprechen, kann man noch die Sicherheit noch mehr verbessern. Feuerwehr, Polizei, Rettung, Zivilschutz, psychologischer Dienst, also alles greift da ineinander und das ist also, sage ich mal, für die Stadt von Vorteil und trägt einfach zu einer verbesserten Sicherheit bei. Vom Hochwasser betroffen sind vor allem die Stadtteile Fichtring und Weidmannsdorf. Wir hatten in den letzten 10 Tagen exakt 504 Einsätze, die primär diese Bereiche Hochwasser, Auspumpen von Kellern betroffen haben. Wir sind derzeit eher einsatzmäßig ein bisschen also in einer Ruhephase. Aber wenn man die Wasserstände draußen ansieht, kann man eigentlich von einer Entspannung der Lage nicht sprechen. Man ist weiterhin in erhöhter Einsatzbereitschaft. Ein weiteres Thema bei der Sicherheitsenquete, die Schließung von Polizeidienststellen. Auch der Klagenfurter Bürgermeister will sich gegen die Schließung des Wachzimmers am Bahnhof einsetzen. Wir haben jetzt den Bundeskanzler eingeschaltet als Regierungschef, weil er diese Reform mit unterschrieben hat und mit vereinbart hat, ist der Einzige, der hier noch etwas verändern kann, weil das Innenministerium und die Innenministerin ist ja dazu nicht mehr bereit. Aber wir kämpfen sozusagen auf vielen Ebenen, machen aber trotzdem unsere Hausaufgaben für die Klagenfurter Bevölkerung. Bei den Strafrechtsdelikten wird eine positive Tendenz beobachtet. Im Jahre 2013 waren punktgenau 9000 Strafrechtsdelikte. Das sind 750 weniger als im letzten Jahr. Erfreut zeigt man sich über die Zusammenarbeit von Ordnungsamt und Polizei. Die Aufgaben des Ordnungsamtes sind ganz genau im Landessicherheitsgesetz geregelt. Es sind die Überwachung der ortspolizeilichen Verordnungen ist entbart. Es sind die Bestimmungen nach der organisierten Bettelei. Es ist Lärmschutz, Anstandsverletzung und sämtliche Tierhaltungsvorschriften, die einzuhalten sind im Stadtgebiet. Das gemeinsame Bestreben, oberste Priorität, hat die Sicherheit für die Klagenfurter Bevölkerung.